Il mercato del fast fashion, industria dell'abbigliamento ispirata all'alta moda, rinnovata in tempi brevissimi, che produce collezioni vendute a prezzi bassi. Oggi vale 36 miliardi di dollari e si pensa crescerà nei prossimi decenni. Den Dingen kosten dieser kleinen Stücke sind außer der Verschwendung mit der Ausbeutung von Textilarbeiter verbunden. Ante bezahlten Rechte der Schutz, obwohl sie für die Wirtschaft der Unternehmensverwaltung sind. Es hat schwerwiegende Folgen für die Umwelt, da die Kleidung für ihre Entsorgung auf Deponien mehr als ein Jahrhundert braucht, biologisch abgebaut zu werden. Le radici di questo tipo di produzione risalgono al 1600 in Europa e in America, quando iniziano ad aprire shop, negozi di abbigliamento economico per la produzione di uniformi per il lavoro o slot shop dove si vendono vestiti di seconda mano. Der Modezyklus beschleunigte mit der Einführung von Textilmaschinen. Makellose und verpackte Kleidung wird in Fabriken hergestellt. Die Mittelschicht gewohnt sich daran, massenproduzierte Kleidung zu kaufen und dies wurde im 20. Jahrhundert durch die Massenproduktion von den wichtigen Artikeln aktiviert. Nel 1947 aprì in Svezia la prima catena di fast fashion. H&M, che vende solo abiti femminili, ma in futuro in Spagna viene fondata Zara nel 1975 e arriva alla velocità Natch Inditex. Dove tra una collezione e l'altra il tempo è sempre più ravvicinato, ogni settimana c'è una nuova spedizione dalla Spagna. In den frühen 2000er Jahren beschleunigte sich das Tempo und eine zunehmend dynamische und komplexe Produktionskette wurde geboren. Und selbst die reichsten Verbraucher waren davon begeistert. Sowohl in Europa als auch in den Vereinigten Staaten ist es schicker, weniger zu bezahlen und inzwischen sicher die Lohnkostenweite. Die Arbeitnehmer aus Ländern mit niedrigeren Lebenshaltungskosten wie Bangladesch, China, Vietnam und Indonesien anvertraut wird. Arriva la rete e-commerce, un modo più veloce di fare shopping e nel 2008 nasce Shein. Massima espressione del fast fashion e dei consumi online che oggi produce articoli appena dopo 3 giorni l'identificazione di una nuova tendenza. Inzwischen beginnen wieder zu erscheinen die prekären Bedingungen der Kleiderproduzenten zeigen. Millionen von Menschen werden jeden Tag in Fabriken, die Sweatshop genannt werden, ausgebeutet und unsicheren Arbeitsumgebungen ausgesetzt. Von Arbeitnehmern, häufig Frauen, die unter Bedingungen der Halbsklaverei fallen, nicht respektiert werden. Quello che permette velocità e convenienza, per altri inquinamento, povertà e oppressione. Inoltre emerge che le compagnie non hanno sistemi di logistica abbastanza sofisticati per gestire i resi che spesso finiscono in discarica. Obwohl mehrere Flashmarkenbeschluss gegen Überrechte, Datenschutzverletzungen und in manchen Fällen Kleidstücke mit einer Konzentration giftiger Substanzen wie Blei geworfen werden. Der Verbrauch nimmt weltweit nur noch zu. Il fast fashion, che era nato come uno sforzo di democratizzare l'abbigliamento, oggi ha assunto tratti che superano le intenzioni iniziali, portando a cambiare anche le nostre abitudini. Non compriamo quello di cui abbiamo bisogno, ma il superfluo che poi buttiamo via sempre più velocemente. Un cittadino americano medio butta 37 kg di tessuti l'anno e solo uno su 10 finisce in negozi dell'usato o in beneficenza. Il resto è in discarica, alcune più visibili di altre. Diesen Punkt ist die Einzuschlande Richtung klar. Ein Kreislaufsystem aus Recycling wird dafür verdienten Produkte zu schaffen. Aufgaben sich durch Kleidungsdrucken, sondern den Eindruck vor den innen man Secondhand kauft, Kleidung für seltene Anlässe mietet und das gleiche Kleidungsstück für mehrere Gelegenheiten. Le compagnie di fast fashion devono prendersi le loro responsabilità, ma ora anche noi dobbiamo prenderci le nostre. Federico, andiamo avanti, Federico! Ah no, 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 mi voglio vedere! Oh, basta! Ma tu ti stai buono con questo affare? Come si... Oddio, l'alfoglio, raga. Ma c'ho il naso troppo illuminato? Millionen von Menschen... Oh,
Ho buttato. No. No. A fa dire, è troppo lungo, mi impappiglio tutto. Non mi guardate, vi prego. Va bene, amici. Mi devo concentrare, mi devo concentrare. Un cost... Ho sbagliato l'ultimo. Non gliela posso fare. Allora. Mi sei impizzata però alla fine. Perché mi blocco quando dico il numero. Sta a fare, funziona bene. Va bene? Ok. C? Cost inviter. Fa schifo, rifamo.